Reden wir jetzt nicht im Detail über CM-Systeme. Dieses Video geht jetzt nicht um CM-Systeme im Detail. Du kannst mir glauben, wenn du dir einen Link von uns holst, Pipedrive, kannst du 30 Tage, einen Monat lang und das umsonst austesten, wenn du unseren Link benutzt hier unten. Und dann wünsche ich dir viel Spaß damit und wir helfen dir auch gerne. Gerne bei uns eine Strategie-Session buchen, dann helfen wir dir dafür auch, beziehungsweise einfach einen Workshop oder einfach mit uns komplett zusammenarbeiten, wäre ja auch okay. Ne? Also, ganz, ganz wichtig, dieses Video zu verstehen, dieses ganze Social Media Tamtam, ja, was teilweise manche Leute ganz wahnsinnig macht, ne? Man sieht es ja in der S-Bahn und so, wenn die Leute dann irgendwie so, letztens war so ein Typ, und der so, bumm, ja, der ist irgendwie in die Mauer gelaufen, ohne Scheiß, also die S-Bahn-Tür war irgendwie schon wieder zu und der so, bumm, voll dagegen gelaufen, ne? Also man kann es auch übertreiben, einfach mal das Ding weglegen, ja, und das Umfeld wieder wahrnehmen. Ich tue mir da noch relativ einfach, weil ich bin, wie gesagt, vorletzten Monat 50 geworden. Das heißt, ich war schon einige Jahre, einige Jahrzehnte auf dieser Erde, bevor es überhaupt so richtig E-Mail gab und geschweige denn Social Media. Das heißt, ich weiß noch, wie man lebt ohne Social Media, ohne Smartphone, ja, sogar ohne E-Mail. Ja. Auch das weiß ich noch. Ich weiß noch, eine Brieffreundin von mir, als ich so 22, 23, glaube ich, 24 Jahre alt war, die ich damals in Straßburg habe kennengelernt, aus St. Petersburg, bildhübsche, meiner Meinung nach, das ist meine persönliche Meinung, bildhübsche St. Petersburgerin, ja, und das habe ich in einem Sprachkurs in Straßburg kennengelernt. Das sind halt Momente, weißt du, die bleiben dir bis zum Tod, ja, also die kann ja auch niemand nehmen. Selbst wenn ich heute mein komplettes Geld verlieren würde, irgendwie Superkrise oder was auch immer, oder selbst wenn mich heute irgendwie jemand überfallen würde und gibt mir eine Kugel in den Schädel, ja, ich glaube, die Erinnerung würde ich sogar noch mitnehmen bis über den Tod hinaus. Also, wie gesagt, so 23 war ich, glaube ich, 24, Straßburg, Sommer, Etudiant, Polis étranger war ich dort, ja. Also, da war so ein... unser Lehrer war so ein ehemaliger Attaché culturel. Der hat immer Storys erzählt, der war irgendwie 15 Jahre in Russland und hat dort quasi in der Botschaft gearbeitet und hat uns immer Storys erzählt. War schon exquisit, dieser vierwöchige Sprachkurs. Und da war eben auch diese St. Petersburgerin und ganz viele unterschiedliche, wie halt so diese Sprachkurs-Sommerkurse halt so sind. Ne? Also und damals war sogar die Fußball-Weltmeisterschaft. Und da war dann irgendwie so ein Haufen Brasilianer und ich glaube, die war sogar damals in Brasilien. Und die sind halt immer ausgerastet und so. Oh, und dann war das dieses eine ich wollte es nicht Landschulheim, sondern dieses Résident, Restu, nennt sich das auf in Frankreich, also wo halt die ganzen Studenten, die halt im Sommer da nicht sind, die lokalen Studenten, dann mal diese ganzen Französisch-Schüler, Sommerschüler dort und so weiter. Da ging halt jeden Tag die Post ab. Also ich kann dir eins verraten, wenn du zum Beispiel noch sehr jung bist, mach das so häufig, wie es mir irgendwie geht. Auch wenn es nicht wirklich Sinn ergibt. Aber nutze deine Sommertage für solche Sachen, weil so ein Monat, der kommt dir vor, selbst 30, 40 Jahre später, kommt er dir noch vor wie ein ganzes Jahr. Unfassbar. Aber zurück zu meiner St. Petersburgerin. Die habe ich dort damals kennengelernt. So ein wunderschönes Mädchen. Ja, blond und einfach so eine richtig süße Russin. Und da ist aber nichts gelaufen, ne? Die war auch mal relativ kühl zu mir, ne? Ist ja auch okay. Ne? Und wir haben uns halt ein paar Mal gesehen und ich habe die halt total gemocht. Und dann nach dem Monat bin ich halt nicht zurück nach Deutschland, glaube ich, erstmal. Ich weiß gar nicht, was ich dann gemacht habe, müsste ich jetzt mal nachblättern, genau. Und sie ist zurück nach St. Petersburg. Später hat sie mir dann erklärt, warum sie überhaupt in Frankreich war. Sie hat nämlich damals einen Ehemann gesucht, ja. Da war sie dann schon irgendwie versprochen worden und sowas, aber das hat sie mir erst ein Jahr später erzählt. Als habe ich aber letztendlich das Finale schon vorweggenommen. Ah, fuck. Okay, egal. Auf jeden Fall. Und dann ist daraus eine Brieffreundschaft entstanden. Und das lief damals so ab, und das ist das, warum ich das eigentlich erzählen wollte. Ich schreibe einen handgeschriebenen Brief, und ich habe die Briefe heute noch alle da. Ich schreibe einen handgeschriebenen Brief nach St. Petersburg. Das dauert genau 2 Wochen, bis der dort angekommen war. Dann hat sie den gelesen, dann hat sie mir den beantwortet.
Dann hat es wieder 2 Wochen gedauert, bis der bei mir war. Dann habe ich die Antwort gehabt, nach genau einem Monat. Dann habe ich wieder einen sofort geschrieben und so ging das hin und her ein ganzes Jahr lang. Ja? Also mit anderen Worten, ein Brief pro Monat. Oder? Nee, 2 Briefe pro Monat. Ein ganzes Jahr lang. Jeden Monat. Ja? Und das war die ganze Kommunikation. Da gab es noch kein E-Mail. Das war so, ja, es gab glaube ich schon E-Mail. Aber wir hatten da irgendwie, sie hatte glaube ich keins und so weiter. Das waren so die Anfänge von dem ganzen Internet. Und ja, also 1996 oder sowas. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau das Jahr. Muss ich nochmal nachschauen. Und deswegen, also jetzt bin ich natürlich ein bisschen abgeschweift, ist aber eine super wichtige Erkenntnis, dass ich schon etwas älter bin. Ja, okay, das war jetzt die Pointe. Nein, die Pointe war, dass ich danach, also es war wirklich süß, das hat sich dann wirklich so richtige Liebes, Fernliebe irgendwie hat sich daraus entwickelt und sie meinte immer, komm zu mir, besuch mich und damals war das so, da musste man dann irgendwie ein bestimmtes Visa beantragen. Dann habe ich mir gesagt, ich habe damals schon in der VHS auch immer Russisch gelernt, weil ich habe mich einfach unfassbar für diese ganzen Sprachen, Kulturen schon immer wahnsinnig interessiert. Ich habe damals massiv Japanisch gelernt, weil ich da Ninjutsu gemacht habe und dann gab es da so einen japanischen Lehrer, der hat immer nur Japanisch gesprochen und so weiter. Da war ich also noch 5 Jahre davor, noch jünger und da wollte ich unbedingt Japanisch auch noch lernen und dann... Und dann eben Russisch auch und dann, als ich die dann kennengelernt hatte, noch mehr, wollte ich noch mehr Russisch und dann habe ich, ja genau, wir haben die Briefe auf Russisch geschrieben. Ich habe sogar die Russisch dann noch so handschriftlich dann geschrieben und so, es war, hat sich immer gefreut, dass ich so ein paar Zeilen konnte, so ein paar Sätze, weiß ich heute nicht mehr viel davon. Aber letztendlich am Ende sagte sie dann, ich bin dann nicht, das war auch, bereue ich bis heute, ich habe dann aus Kostengründen, weil wie immer Geld knapp, ich wurde... Bei mir war einfach nie Geld zu Hause und zwar immer nur quasi, ja, immer sparen, jeden Euro. Und ich hätte das Geld gehabt damals schon, weil ich habe schon viel gearbeitet, seit ich klein war. Und dann hätte ich letztendlich, ja, hätte ich diesen Monat dort, es wäre wieder nicht ganz billig gewesen, ja, so ein Sprachkurs in St. Petersburg wäre es dann gewesen und mit so einem Visum und hin und her, aber das wäre alles kein Problem gewesen damals. Und dann hätte ich dort mit ihrem Monat verbringen können. Und das hat sich dann wirklich, war leider nicht der Fall, weil ich es nicht gemacht habe, schade. Und sie konnte da auch irgendwie nicht weg, weil sie irgendwas noch studieren, fertig studieren musste und so weiter. Und es war so lustig, weil ich habe ihr dann irgendwie so mal so ein, ja, so ein Plüschtier dann geschickt mit so einer Box und dann hat sie mir ein Foto zurückgeschickt. Es hat immer 2 Wochen gedauert, ne? Also immer 2 Wochen. Und mit, sie mit dem Plüschtier drauf und so. Und das Foto habe ich heute noch. Also super süß halt einfach. Und ja, aber ich habe die dann nie wieder gesehen und bereue ich bis heute noch, also hier auch nochmal, wenn du jung bist, lass keine Opportunity aus, ja, scheue keine Kosten, ja, das wird sich alles in 20 Jahren relativieren, aber die Erinnerung wird so, wird dir über, in den dunkelsten Zeiten oder in den, wenn du nah am Abgrund bist, ja, wenn dir solche Sachen dann immer wieder weiterhelfen, ja. Also, manchmal sollte man auch nicht einfach rational sein, sondern einfach komplett irrational. Einfach nach dem Bauch gehen, nach dem Herzen. Ja? Also meine ganz große Empfehlung an alle jungen Leute da draußen, die irgendwie hadern und zögern und wenn es darum geht, dein Herz zu folgen. Ja? Naja, egal. Und dann nach einem Jahr hat es mir dann mitgeteilt, naja, eigentlich bin ich so irgendwann so einem Franzosen schon versprochen worden, nämlich genau in dem Sommer da.